Ann-Lund Wallberg ist seit ihrer Geburt spastisch gelähmt. Seit ihrer Kindheit verrichtet sie die verschiedenen Tätigkeiten mit dem Mund. Das begann schon, als ich ein Kind war. Ich stellte fest, dass ich mit meinen Händen nicht wirklich schreiben und malen konnte. Aber ich hatte viel Freude beim Malen. Ich musste also herausfinden, wie ich sonst malen könnte. So fand ich, dass ich den Mund dafür gebrauchen konnte. Ann-Lund Wallberg studierte Sozialwissenschaften an der Aalborger Universität. Aber bereits während ihres Studiums und später ihrem Beruf als Sozialarbeiterin war ihre große Leidenschaft die Malerei. 1998 erhielt sie schließlich ein Stipendium der Vereinigung der Mund- und Fußmalenden Künstler. Vor einigen Jahren habe ich beschlossen, den Beruf der Sozialarbeiterin an den Nagel zu hängen, weil ich es nicht schaffte, zu malen und zu arbeiten. Jetzt male ich vorwiegend. Ich halte aber auch Vorträge, besonders für Kinder in den Volksschulen, über die Lebensqualität und was es bedeutet, mit einer Behinderung zu leben, dass man durchaus ein gutes Leben haben kann, obwohl man in einem Rollstuhl sitzt. Die Fertigkeiten zur Malerei hat sie sich ursprünglich selbst beigebracht. Heute unterstützt sie einen Lehrer, mit dem sie sich austauschen kann. Ihre Acryl- und Aquarellgemälde sind oft voll von Symbolik. Ja, ich male viele Menschen, aber ich mag es auch, die Natur zu malen. Von Zeit zu Zeit gehe ich hinaus, mache Fotos und male dann danach. Ich habe auch Freunde, die mir Modell sitzen und die ich dann male. Ann-Lund Wallberg. Ihre Person und ihre Werke sind mit Sicherheit eine Bereicherung für die Vereinigung der Mund- und Fußmalenden Künstler. Es ist fantastisch gewesen, wie ich unterstützt worden bin. So habe ich auch meine Werke weltweit veröffentlichen können. Zudem trifft man immer wieder viele andere Künstler an Konferenzen und dergleichen und hört, was diese machen. Es ist sehr inspirierend, als Künstler und auch als Privatperson ist es bereichernd, diese spannenden Menschen zu treffen. Für mich ist es sehr wertvoll gewesen, bei der Vereinigung aufgenommen worden zu sein. Es ist eine riesige Chance, die ich hier bekommen habe. Das hat richtig gut für mich, dass ich eine riesige Chance bekommen habe.